Meine lieben Wiki-Freunde, Wiki-Fans, ich bin... Das hier war mal eine Bibliothek, das war mal eine Bibliothekarin und schaut sie euch jetzt an. Das ist auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Wir gucken uns jetzt mal ganz in Ruhe um. Thekendinge? Wikis Geschmack hat sich verändert, seitdem du sie zum ersten Mal getroffen hast. Ja. Das sind alles Thekendinge? Aha. Mhm. Alles Thekendinge? Ein Hamsterkäfig. Würdest du Cindy Crawford gegen einen Hamster eintauschen? Mhm. Wikis rote Lampe. Das rote Licht wirkt überflüssig. Glaubst du nicht auch? Mhm. Handcuffs. Amiga, lieber, haben wir schon geguckt. Was haben wir denn hier? Wikis Batterie. Du bekommst eine Kostprobe der neuen, stark verbesserten Wiki. Energie von außen ist da nicht mehr nötig. Okay. So, Notizendinge, okay. Sexbuch. Eine Feldstudie über Pornografie. Von M.W. Schwanz. Schwanz. Oh, wie kann man sich denn so verändern, wenn man ein Buch liest? Was ist mal Literatur, bewirkt nichts. Bananen. Das ist Thekendinge. Hier ist ein Gummihühnchen von Guybrush Threepwood. Ein Gummihühnchen ist immer für ein paar Lacher gut. Rubber with a pulley in the chicken, würde jetzt der gute Guybrush sagen. Rubber with a pulley in the middle. Aha. Neun Knopf. Manche Typen mögen ja solche Sachen. Aber du warst immer eher ein machohafter, dominierender, viriler Typ. Ja. Oder besser gesagt, du hältst dich für einen solchen. Ja, genau. Das ist so richtig Sexbuch. Das ist das berühmte Meisterwerk Die Sage der zwei Titties von Charles Figgins. Ah, Charles Figgins. Ah ja, okay. Ein schöner Sattel hier, ne? Wikis Sattel. Oh, 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 oh. Du willst gar nicht erst wissen, wie Wiki diesen Sattel benutzt. Doch, das will ich unbedingt wissen. Das hat sich auch die Vorhänge... Bei dir würden sämtliche Vorhänge runterfallen, bekäme Wiki einmal den kleinen Larry zu fassen. Das findest du komisch, ne? Okay, der Kalender hat sich auch dezent verändert. Sogar den Kalender hat sie geändert. Und hier ist es ein Herz oder was ist das? Wikis Gummihandschuh. Danke deinem Schöpfer, dass dieser Gummihandschuh aufgeblasen ist und sonst nicht weiter benutzt wird. Was ist hier ein Lockenstab? Das ist Kerze oder ist das auch Theken? Wikis Kerze. Diese Kerze ist nicht das Einzige, was hier tropft. Ja, das ist, So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir, irgendwas, wir können aber sonst nichts machen. Wir können hier nochmal ganz kurz auf Wikis Museum schauen. Ich erinnere mich. Ich frage mich, wo ich meine Ohrwärmer verloren habe. Ach, das sind Ohrwärmer. Fühlen? Wo wart ihr nur die ganze Zeit? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist, Und hier, Wikis Körper? Du genießt es, meinen Körper anzustarren, nicht wahr? Ja. Also gut. Okay. Mach ruhig weiter. Ja, Baby. Mich kam das genauso an. Das finde ich gut, das finde ich exzellent. Das ist, Wiki? Wiki sieht aus, als verbringe sie ihre Zeit damit, unschuldige Passagiere zu verführen. Dein Buch hat wirklich was gebracht. Ja, mit den Augen ist das auf jeden Fall... So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Sie sind Unterhaltung. Na, Baby, alles easy. Du hast dich irgendwie verändert. Nicht zum Nachteil, aber verändert. Aber was tust du für die Unterhaltung? Oh, ich fange bei einem Ende der männlichen Passagiere an und arbeite mich durch bis zum anderen. Unglücklicherweise bin ich bei den meisten schon im dritten Durchgang. Bei uns nicht. Also wir hätten da, das ist Brille. Du hast so wunderschöne grüne Augen, dass Brille. Trugen Sie nicht eine Brille, Victorian? Ja, und jetzt sehe ich alles nur verschwommen. Aber wissen Sie, Larry, ohne meine Brille sehen Sie richtig gut aus. Ich weiß, Baby. Im Dunkeln sehe ich sogar noch besser aus. Ich auch. Mhm. Das lässt aber hoffen, Freund. Mein Gott, Wiki, ich wusste gar nicht, dass solche Bücher legal sind. Ach, die sind noch gar nichts. Sie sollten mal die in meiner Kabine sehen. Ich schwöre, ich werde das nicht ablehnen. Ich auch nicht, Freunde, ich auch nicht. Das Leben hier an Bord hat sich vielleicht dann doch ein bisschen geändert, oder? Das Leben an Bord muss Ihnen doch wie ein einziger Urlaub vorkommen. Ist das nicht schön? Sicher, es ist perfekt. Wenn perfekt die Gewissheit bedeutet,
jeden Tag exakt die gleichen Männer zu haben, die man schon letzte Woche jeden Tag hatte. Aber der ganze Spaß, das Nachtleben, nicht endende Partys. Das ist nichts für mich. Es ist eher wie eine Arbeit im Büro. Okay, das Wetter, das ist... Ausgesprochen schlechtes Wetter, nicht? Natürlich dürfen Sie. Und wenn es mehr ist, ich helfe Ihnen. Larry, es wird Zeit, meine literarische Forschung in praktische Handlung umzusetzen. Nun ja, das war ja vorauszusehen. Ich würde... Wow! Juhu! Ja! Juhu! Reite weiter, Cowboy! Ja. Oh, ja. Yippie-juhu! Schlürf mich aus, Baby! Dass man hinter einem Tisch so viel Spaß haben kann. Oh, Larry... Oh, was soll ich jetzt tun, Vicky? Was gibt es denn noch zu tun, Larry Line? Ich rede von meinen Sachen. Wie komme ich zurück in mein Zimmer? Nackt. Mach dir keine Sorgen, Läferchen. Ich gebe dir was, mit dem du dich verhüllen kannst. Okay, da ist meine Kabine. Ich werd's schaffen, ohne dass mich irgendwer nackt sieht. Ihr verdammten Hippies, solltet euch was schämen! The Wallpaper File Wallpaper BM has changed. Da gab es damals Wallpaper-Möglichkeiten. Das ist, ich weiß, sie haben das, glaube ich, Wiki oder so. Das ist genau Wiki. Das. Achtung, Kerstin, bitte zum Pausenraum. Kerstin, bitte. Der Junkfood-Pegel sinkt bedenklich. Okay, das ist natürlich schrecklich. Das ist, sehen wir hier noch ein Dildo? Aktuell sehe ich keinen. Aber wir müssen noch mit Vicky reden. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie hat uns nur benutzt und das war's. Das. Bin wieder da! Das sind sie. Anmachen, wir hatten eigentlich alles, ne? Wie fänden Sie es, wenn ich ein paar von Deweys Dezimalzahlen in Ihr Ohr flüsterte, Vicky? Als ob ich diese Zeile nicht schon vorher gehört hätte. Mhm. Männer, ihr seid doch alle gleich. Ja, ja. Sie brauchen keinen Schmus zu erzählen. Fragen Sie mich. Sex? Oh, Baby, du bist die Größte. Ja, ganz nett, der Spruch. Nein, wirklich. Seitdem Sie gegangen sind, habe ich nichts anderes getan, als über Sex zu lesen. Und jetzt bin ich die sexuell umfassendst gebildete Person an Bord. Oh, wirklich? Das müssen Sie mir beweisen. Ja, das hätten Sie wohl gern. Nein, Ihnen werde ich das nicht beweisen. Ich kenne Sie. Sie sind einfach nicht so gut. Das höre ich öfter, aber das kann man ändern, Kind. Es muss doch einen Weg geben, zu überprüfen, ob Ihre Theorie stimmt, dass Sie die sexuell kompetenteste Person hier an Bord sind. Das, ja. Oh, wirklich? Ja. Wie denn? Ja. Meine lieben Leute, denn wir haben ja den Liebesmeister 2000 ausgetestet und die stolze und granatenhafte Punktzahl von 2 erreicht. Und wenn Vicky tatsächlich so viel drauf hat, wie sie sagt, und wir haben es ja ansatzweise beobachten können, dann wäre das vermutlich der zweite Wettbewerb, den wir gewinnen, liebe Leute, und das testen wir doch mal. Wie wär's denn, wenn Sie sich einmal an dem Liebesmeister 2000 probieren würden? Eine gute Idee. Ja. Aber es geht nicht. Doch. Ich bin angestellt. Das macht nichts. Und Angestellten ist die Nutzung der TLP-Punktekarten nicht erlaubt. Wir machen das. Aber ich habe eine Karte. Sie könnten auch meine benutzen. Ja, ich weiß nicht. Kein Selbstbewusstsein. Wie? Gib her. Okay, Vicky, leg mal los. Das wird zeigen, wer der wahre Sexperte von uns beiden ist. Okay. Oh.
Mal sehen, ob du das steigern kannst. Oh, kann ich nicht. Du hast gewonnen, ja, glaube ich. Aber wie wär's mit ein paar Privatlektionen? Ja, ja. Träum weiter. Ich gehe in meine Kabine mit einem ordentlich stimulierenden Buch. Hey, warte! Ich habe noch nicht alle meine Kleider verloren. Hulk ist drin. Ihre Punktzahl, Larry Leffer, 1000. Wow, eine perfekte Punktzahl. Ja, Baby, ich weiß. Leffer, komm im Büro vorbei, okay? Mhm. Gegen Mitternacht habe ich frei. Okay. Oh, bitte. Ja, ja. Gut, du hast Vicky nicht schlagen können. Aber was soll's? Du hast für den Liebesmeister 2000 eine Rekordpunktzahl aufgestellt. Oh. Oh. Und der Hulk war da. Oh, Baby, yeah. Oh. Achtung, bitte. Eine Durchsage. Okay. Larry Leffer hat gerade den Sechstechnik-Wettbewerb mit der perfekten Höchstzahl von 1000 Punkten gewonnen. Gratuliere, Larry. Danke, Baby. Was für ein Mann. Ja, ich weiß. So, ist gesagt, hier die Puppe hat eine Zigarette danach da in der Hand. Das sieht so aus, als gäbe es hier jemanden, der sexuell befriedigt ist. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Gibt's hier kein Dildo? Wisst ihr, ich sammle Dildos. Hier sind ein paar schöne, das ist das. So, Hulk war da, habt ihr gesehen, da war Hulk, das ist unglaublich. Jetzt wird aber das, komm, mach nochmal Hulk, Baby, ich will's mal sehen. Es gibt viele Regierungen, die ein derartiges Verhalten unter Strafe stellen. Ja. Ist das hier der Hessenlauf oder was ist das? Kabine 4? Es gibt viele Regierungen, die ein derartiges Verhalten unter Strafe stellen. Aber ihr habt auf jeden Fall den Hulk gesehen. Dann gehen wir mal wieder raus. Oh, ich glaube, er hat sich gerade verwandelt. Digga, sie muss zurück, geht zurück. Ja, das ist wieder Hulk, ne? Das ist der Hulk. Das ist, ja, das kann passieren. So, pass mal auf. Wir sind jetzt auf jeden Fall ganz weit vorne, Freunde. Wir müssen uns kurz mal gucken. Ja, wo sind wir denn jetzt aktuell? Ah, gar nicht mal so schlecht. Wir sind... Captain Thighs Tafel zeigt in grafischer Form die relativen Fortschritte der Spitzenreiter in ihrem Liebhaberkreis. Du machst dich schon ganz gut. Ja, ja. Aber du bist noch weit vom ersten Platz entfernt. Das stimmt. Und ich bin ehrlich, mit dem Bowling, da habe ich echt... Wir können ja hin... Oh, wieso ist das... Okay. Wieso... Sie ist verschlossen. Okay, mit dem Bowling, da bin ich ehrlich, da habe ich echt gar keine Erinnerung mehr dran. Gut, den haben wir jetzt schon gewonnen. Bowling. Können wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen... Wir haben ja diese Gleitcreme, aber können wir denn die Bahn benutzen mit der Gleitcreme? Verschwende das wertvolle Zeug nicht. Das hat einen mächtigen Bums. Mächtigen Bums. Okay, und die Möps haben uns gesagt, wenn man Gleitspray. Okay. Das ist schon glitschig genug. Okay, dann war das hier, glaube ich, Gleitspray. Wenn ich das mache. Das ist schon glitschig genug. Okay, dann benutzen wir mal unsere TLP-Punktekarte. Okay, dann gucken wir mal, wenn wir jetzt hier die benutzen mit... Machen wir mal hier Gleitspray. Das ist schon glitschig genug. Mhm. Und die Gleitcreme? Das kannst du doch nicht hier in aller Öffentlichkeit machen. Geh doch mal ein bisschen subtiler vor, Larry. Was war das? Dieses vorletzte Wort vor, Larry? Subtil. Vergiss es. Okay, wir versuchen mal, dann nimm die mal, die Kugel. So, pass mal auf. Jetzt nochmal Inventory. Jetzt haben wir die. Wir müssten jetzt die benutzen mit. Erstmal mit der Gleitcreme. Verschwende das wertvolle. Okay, das geht nicht, aber dann mit dem Gleitspray. Das ist schon glitschig genug. Dann weiß ich es ehrlich gesagt aktuell nicht. Und die Bahn spielen können wir ja auch nicht machen. Gleitspray. Das ist schon glitschig genug. Na, dann spielen wir. Aber das geht ja nicht. Das war schlecht. Ja, wir wissen. Okay, dann Poopsteck.
Hinteres Deck. Wir quatschen noch mal mit. Meine lieben Leute, ich sage es mal vielen Dank fürs Zuschauen. Also aktuell bin ich ehrlich, ich weiß nicht mehr so genau. Also bei dem Bowling müssen wir mal gucken. Bin ich ehrlich, weiß ich nicht mehr genau, wie es funktioniert. Und mit dem Hufeisen weiß ich, wie es funktioniert, aber ich glaube, wir haben noch nicht alles. Wir müssen mal schauen. Werden wir beim nächsten irgendwann mal rausfinden. Liebe Leute, in diesem Sinne, wieder in der Freunde. Alter, ich war gerade. Ciao, ciao, seid euer Spiegel. 45. Ein wenig ahnungslos. Bin ich ehrlich.